Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen Erweiterung der Serie Anonymität im Internet. So, heute wollen wir uns ganz kurz PyBitMessage angucken. Ein sehr nützliches Tool, wenn ihr irgendwie Nachrichten anonym verschicken wollt. Ist auch so ziemlich der Standard in sehr vielen Communities, sage ich jetzt einfach mal. Und ja. Zunächst einmal, wo bekommt ihr BitMessage? BitMessage könnt ihr hier runterladen, einfach für Windows 32-Bit oder 64-Bit, für OS X und oder für OS 10 und für Linux den Source Code, beziehungsweise wenn ihr Arch Linux habt und dort AURs, also Arch User Repositories, nutzt und nutzen wollt, dann könnt ihr das Ganze auch so verwenden. Auch der Python Source Code ist komplett auf GitHub. Das ist quasi das, was wir jetzt hier benutzen. Das ist PyBitMessage. Und sozusagen einfach eine grafische Oberfläche für BitMessage. So, was ihr als allererstes machen wollt, wenn ihr das Ganze installiert habt, soweit, dann werdet ihr gefragt, ob ihr Tor verwenden wollt. Und das ist natürlich auf jeden Fall sinnvoll, Tor zu verwenden. Dazu geht ihr hierher. Hier ist normalerweise keiner ausgewählt. Und wenn ihr hier dann SOX 5 eingibt, Localhost und dann Port 9050, beziehungsweise wenn ihr das Tor Browser Bundle und nicht Tor normal verwendet, dann müsst ihr hier Port 9150 verwenden. Und dann könnt ihr Tor verwenden. Ihr seht das Ganze dann auch an diesem kleinen gelben Punkt hier unten. Wenn der rot bleibt, dann habt ihr irgendwas falsch eingestellt. Wenn der gelb bzw. grün wird, dann funktioniert das Ganze. Und ihr könnt hier auch einfach mal den Netzwerkstatus euch angucken. Hier sehen wir, zu wem wir alles gerade verbunden sind. Also wir sind hier zu zwei Onion-Links verbunden und zweimal IP-Adresse. Und ja, wir haben insgesamt 8890 Nachrichten schon bearbeitet. Also ich habe das Ding jetzt gerade mal, keine Ahnung, vielleicht 10 Minuten bevor ich das Video hier angefangen habe, habe ich das BitMessage aufgemacht. Und ich habe insgesamt schon circa 10.000 Nachrichten verarbeitet für andere Leute. Denn das ist das große zentrale Konzept von BitMessage. BitMessage ist absolut dezentral. Das heißt, wenn ihr jemanden eine Nachricht schickt, dann wird die auf keinem einzigen Server jemals zwischengelagert. Ihr seid quasi die Server. Das heißt, jeder in diesem Netz erklärt sich dazu bereit, Nachrichten von anderen Leuten zu verarbeiten und eventuell auch weiterzuschicken und so weiter und so fort. Denn es passiert natürlich immer mal wieder, und das ist das große Problem bei allen Nachrichtendiensten. Wenn ich jetzt jemanden eine Nachricht schicke, dann ist er ja nicht zwangsläufig gerade online. Wenn er direkt online ist, dann empfängt er auch quasi fast direkt die Nachricht. Wenn er aber nicht online ist, dann wird er einfach diese Nachricht eine halbe Ewigkeit lang nicht abrufen. Ich rufe ja meine E-Mails auch nicht jeden Tag ab, sozusagen. Und deswegen muss diese Nachricht in einem dezentralen System, sprich, wenn es einen Server gibt, ist das Ganze super easy. Dann kann ich einfach auf dem Server die Nachricht speichern und gut ist. So machen es klassische E-Mail-Server. Aber das hier ist ein dezentraler Dienst, arbeitet so ähnlich wie Torrent oder Bitcoin mit einem P2P-Protokoll. Und es gibt keinen Server. Es sind alles normale Nutzer, die hier dran teilnehmen. Das bedeutet aber auch für mich, wenn ich jetzt jemanden eine Nachricht schicke und der die nicht innerhalb von 10 Tagen abruft, dann muss die immer noch in diesem Netzwerk bleiben. Sprich, was jetzt hier passiert ist, es werden einfach die User als Nachrichtenspeicher sozusagen verwendet. Und hier zirkulieren dann einfach die Nachrichten. Sprich, wenn ich jetzt offline gehe, dann hat jemand anders die Nachrichten, die ich zwischengespeichert habe, einfach noch. Wenn ich jetzt gerade online komme, dann kriege ich einfach ein paar Nachrichten und irgendwann hofft man einfach mal, dass diese Nachrichten abgerufen werden. Ansonsten bleiben die halt eine ganz schöne Weile. Wie lange sie bleiben, kann man einstellen. Standard sind 4 Tage. Das heißt, 4 Tage zirkulieren diese Nachrichten im BitMessage-Netzwerk sozusagen. Und ja, das Ganze ist natürlich dadurch, dass es Tor nutzt, dadurch, dass es auch noch zusätzlich eben dieses dezentrale System hier nutzt, wirklich ziemlich arg anonym und ja, ist eigentlich so ziemlich der Nonplusultra-Standard, den man hier eben haben kann. Es gibt natürlich Alternativen, die nutzen keinen BitMessage, sind dann also auch mit Server und so weiter, sind trotzdem sehr anonym, aber anonymer als das hier, also logischerweise wird natürlich auch verschlüsselt. Und anonymer als das geht eigentlich fast gar nicht. Es wurde allerdings vor kurzem mal eine Schwachstelle in BitMessage gefunden, die Remote Code Execution möglich gemacht hat. Das heißt, auch hier ist Updaten ganz, ganz wichtig, denn die Nutzer von BitMessage können euch natürlich auch zum Beispiel angreifen.
So, wir wollen jetzt mal ganz kurz durchgehen, was wir hier alles machen können. Wir können ganz normale Nachrichten, also Identitäten erstellen. Wir können uns so viele Identitäten erstellen, wie wir wollen. Wir können Nachrichten schicken. Das ist einfach die Standardadresse hier. Die werden wir auch gleich verwenden. Wir können Abonnements haben. Das ist so etwas Ähnliches wie ein Twitter-Feed sozusagen. Und wir können hier Channel erstellen. Das heißt, wir können hier auch sozusagen unseren eigenen Channel aufmachen. Und wir können einzelne Spammer oder sowas, können wir zum Beispiel einfach blacklisten oder eine Whitelist erstellen. So, wir wollen jetzt einfach mal eine neue Identität anlegen und das machen wir einfach mittels Zufallsgenerator. Wir können hier auch einen Kennwortsatz verwenden, aber wir wollen einfach nur eine zufällig generierte Adresse. Und das ist die Bezeichnung, die nachher nur mir angezeigt wird. Die ist einfach nur lokal bei mir. Und die nenne ich jetzt einfach mal YouTube Bitmessage oder sowas. Genau, und was wir jetzt hier machen ist, wir benutzen einfach irgendeinen Datenstrom zum Generieren, zum zufälligen Generieren von diesem Ding. Und ja, wir können hier die Adresse kürzer machen, ein bis zwei Zeichen, wenn wir Bock haben. Das dauert aber ein bisschen länger. Lassen wir einfach mal so. Und das ist jetzt gerade meine Bitmessage-Adresse. Also das hier hinten dran in Klammern ist die eigentliche Adresse. Das hier vorne dran ist nur meine Bezeichnung. Und jetzt kann ich natürlich diese Adresse verwenden, um hier einfach was zu senden. Das heißt, ich kann hier schreiben von YouTube BM oder ich kann sogar einen Rundruf an meine Abonnenten machen, die mich hier abonnieren sozusagen. Keine Sorge, ich werde auf diese Bitmessage-Nachrichten weder reagieren, noch werde ich jemals irgendwas drüber machen. Das heißt, abtippen hier lohnt sich nicht. Ich werde die auch nachher wieder deaktivieren. Also ich verwende diese Adresse wirklich nicht. Also probiert es erst gar nicht. Ich gucke nicht mal rein. Gut, und ja, was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir schicken uns einfach eine Nachricht, und zwar zum Beispiel an den hier, Nachricht an diese Adresse schicken, und dann sage ich hier Test zum Beispiel. Und dann sage ich hier aber auch Lebenszeit ist eine Stunde, ist logischerweise nicht für Channels empfohlen, da muss wirklich der Empfänger quasi in der nächsten Stunde, muss der auf jeden Fall hier irgendwas machen und also diese E-Mail sozusagen abrufen. Das ist quasi wie eine E-Mail, die etwas besser sozusagen getarnt ist. This is a test. So, und dann könnte ich jetzt hier natürlich auf Senden klicken und raus ist meine E-Mail. Ja, logischerweise wird wahrscheinlich keine Antwort drauf kommen. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was man dazu wissen muss. Es ist im Endeffekt wirklich wichtig, dass man dann natürlich seine Nachrichten auch noch irgendwie, also seine Nachrichten kann man hier oder seine Adressen kann man in die Zwischenablage kopieren und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, jemandem anders unsere E-Mail-Adressen sozusagen zu geben. Und dann kann ich Nachrichten von ihm empfangen, beziehungsweise er kann Nachrichten von mir empfangen, wenn ich seine Adresse habe. Ja, und das ist eigentlich auch schon so ziemlich alles. Wenn ihr irgendwann mal eure E-Mail-Adressen mitnehmen wollt oder ihr wollt ein Backup machen, dann gibt es hier oben Schlüssel verwalten. Das ist relativ interessant, weil das einfach nur wirklich eine Datei ist, die an der Stelle HomeMorpheus, also in meinem Fall HomeMorpheus.com, bei euch wird wahrscheinlich was anderes stehen. Und da liegen einfach alle Schlüssel, sprich die Schlüssel zu diesem Konto hier, liegen einfach mal hier in keys.dat. Das heißt, ich kann einfach keys.dat kopieren und verändern, falls ich irgendwas machen möchte und so weiter und so fort. Und kann dann meine E-Mail-Adressen oder meine Bitmessage-Adressen einfach mitnehmen irgendwo anders hin, wenn ich Bock drauf habe. Ja, und das war's von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen. Ihr habt eine kleine Alternative gefunden und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.